Ihr Bruder hat sich 2006 das Leben genommen. 2005. 2005. Manche sagen den Freitod gewählt. Haben Sie im Gefängnis nach den Erlebnissen vom 14. November auch an Selbstmord gedacht, als Mittel aus der Misere rauszukommen? Nie im Leben. Also es gibt da verschiedene Aspekte. Also ein Beispiel, und zwar das überzeugendste Argument, dass man überhaupt nur so einen Gedanken entwickeln kann, ist, wenn man innerhalb der Familie es erlebt hat, dass jemand, der einem sehr, sehr nahe stand, das Leben genommen hat. Und mein Bruder Ulrich war 5 Jahre jünger als ich. Wir haben eine unglaublich enge Beziehung gehabt. Ich war auch der Letzte, der mit ihm gesprochen hat, bevor er sich das Leben genommen hat. Und da trage ich ja heute noch dran. Also, und natürlich ist auch einem dann klar, also erstmal ganz abstrakt gedacht, ja, das wirst du nie deiner Familie antun dürfen. Ja, weil das wäre sowas von verantwortungslos, also die Familie dann alleine zurückzulassen. Ja. Mein Bruder hat damals Gott sei Dank noch eine gesprochene Nachricht hinterlassen, was der Familie und auch mir persönlich sehr geholfen hat. Aber das ist das Erste. Das Zweite ist, der Richter war der Meinung, dass ich Bilanzselbstmord begehen könnte und hat das in meinen Haftpapieren verfügt. Der aufnehmende Psychologe und der aufnehmende Arzt waren ganz anderer Meinung. Die haben gesagt, der Mann ist nicht suizidgefährdet. Ja? Und trotzdem ist bei mir dann 6 Wochen lang diese 15-minütige Suizidkontrolle durchgeführt worden, die mich unheilbar krank gemacht hat. Ja? Und das ist eigentlich so, wenn ich da drauf gucke, dass ich sage, es war völlig unnötig. Das hätte der Richter auch anders machen können. Und vor allen Dingen müssen dann ja auch Systeme geschaffen werden, wenn die zuständigen Mediziner sagen, nein, hier besteht keine Suizidgefahr, dann muss das das entscheidende Gewicht haben und nicht ein Richter, der aus welchen Gründen auch immer zu der Einschätzung kommt, theoretisch betrachtet, hier könnte ein Bilanzselbstmord stattfinden. Selbstmord ist keine Lösung, frei zu werden. Nein, in keinster Weise. Und ich meine, den religiösen Aspekt, den habe ich noch nicht dazu gesagt. Ich meine, wir sind konservativ-katholisch groß geworden. Ne? Und als ich meinen Eltern die Nachricht überbringen musste, dass ihr Sohn Uli sich das Leben genommen hat, da war die erste Reaktion von meinen Eltern, kann der überhaupt auf dem katholischen Friedhof begraben werden? Ich meine, das muss man ja auch mal sehen. Also allein vom Religiösen her, und ich bin eigentlich ja, schon sehr christlich, ja, geprägt, für mich völlig undenkbar, ja, dass ich das mir von Gott gegebene Leben eigenmächtig beende. Das ist für mich eine Todsünde.